wobei ich mir das gar nicht sicher bin, ob ich ein anderes Auto nehmen sollte. Zuerst jedoch Spa. Okay. Welche Streckentour rennen wir? Circuit de Spa Francorchamps. Bei schönem Wetter. Und die Gegner. Eine Evo 9 GSR ist neu. Der Amemiya Aspara Drink RX7 von 2006 ist neu. Der Impreza Relica von 2003 scheint mir neu. Und der Rest, der war schon mal da. Vielleicht der Impreza Relica Prototype noch nicht. Ansonsten, der Rest war alles da. Okay. Dann mal los. GTR, do your thing. Obwohl, es war wirklich fast das Schlechteste, was das Handling angeht. Habe ich das Gefühl. Aber zumindest eins der Stärksten auf der Geraden. Oder nicht der Stärkste auf der Geraden. Elfter, Zehnter. Viel zu spät auf der Bremse. Genau vor dem Impreza aufgetaucht. Ich habe wirklich viel zu spät gebremst, war eigentlich keine Absicht. Mein Rückstand, wie groß ist der? Das werden wir jetzt mal sehen. Noch nicht jetzt. Aber er fährt sich eigentlich wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Wenn man mit diesem Auto einen Fehler macht, ist man komplett selber schuld. 13,3 Sekunden noch. Wow. Wow. Mann, da muss ich mich nicht abstellen auf der Bremse. Da habe ich jetzt gute Traktion. Yep, passt. 14,4, wow, ich habe verloren. In hineinstechen. Das habe ich ihn rausgedrängt. Schon viel schneller um die Kurve gekommen. Noch nicht ganz perfekt. Aber besser. Damit ist der Vorsprung hoffentlich geschrumpft. Nein, nicht wirklich. Ist eben nicht wirklich so. Ah, jetzt habe ich schon wieder verpasst. Die auch total komplett falsch. Jetzt bin ich wirklich komplett falsch. Komme ich irgendwie noch, wenn auch mit sehr viel Glück, noch irgendwie gerade drehen, aber das hat wirklich sehr viel Zeit gekostet. Ob das noch für den Sieg reicht. Muss ich echt aufpassen.
Wenn es nicht reicht, muss ich den Audi nehmen. Ich denke, das muss ich fürs nächste Rennen wirklich machen, weil der ist zu schlecht. Der ist einfach zu schlecht. Daytona oder Stargate vielleicht noch, wenn ich nicht keine Fehler machen würde. Aber ich denke, für Ascari wird es nicht gehen. Warum schaut sich das an? Die fahren die Kurven so viel schneller. Obwohl, so viel Zeit habe ich nicht verloren. Ja, natürlich, genau an der Scheiße, an der blödsten Stelle, wo man überhaupt einen Fehler machen kann. Das ist wirklich das Dümmste, was jetzt gerade passieren konnte. Vor allem zum dümmsten Zeitpunkt, zum dümmsten Zeitpunkt, Mann. Oh Mann, da muss ich jetzt wirklich alles geben. Wow, meine Fresse. Aber immerhin ist es schön anstrengend, das ist auch gut. Wenigstens das. Komm schneller, los, mach schon. Tschüss, ne? Fünfzehn Sekunden immer noch. Hoffentlich haben wir den Scheinpunkt jetzt getroffen. Ja, viel besser. Wie geht das bitte schön? Einfach abgehoben, hä? Wie soll das gehen? Alles schief, was schief laufen kann, ne? Total falsch. Wo fährst du nur hin? Jetzt werde ich sogar noch überholt. Oder auch nicht. Die haben jetzt so viel besser, was das Handling angeht. Also ich muss meinen Wagen wirklich... Verdammt, du. Ich muss meinen Wagen wirklich überfahren, damit ich überhaupt die Kurven einigermaßen mithalten kann. Und wenn ich ihn überfahre, dann passiert Schlimmes. Ihr seht sie etwa. Leider kann ich sie auf der Geraden nicht unbedingt abschütteln. Und in Kurven... Sei denn, es ist eine schnelle Kurve, da verliere ich wirklich viel. Auch beim Bremsen verliere ich Zeit. Und wenigstens ein paar Sekunden aufgeholt. Einfach ruhig fahren und müsste es gehen. Ja toll. Was für eine Abkürzung. Viel aufgeholt habe ich wirklich nicht. Knapp eine Sekunde. Und eigentlich ist gerade dieser Teil hier nicht der, wo ich aufholen sollte. Bah! Verdammte Scheiße. Kann ich mal einmal eine Runde gehen, ohne dass ich einen Fehler mache? Mann, Mann, Mann.
Jetzt. Das schaffst du schon. Man merkt einfach die 1700 Kilo bei diesem Wagen. Man merkt sie. Überall. An jedem Ort. Also geht jetzt langsamer fährt. Dessen Runden wird halt immer langsamer. Ist so in Gran Turismo 6. Deshalb kann ich ihn ja auch aufholen. Ansonsten hätte ich Punkt verloren. Und sogar so habe ich wirklich massiv Probleme mit dem Wagen auf der Straße zu halten. Auf jeder Bremspunkt. Gerade noch. Gut. Aber auch in der Beschleunigungsphase sehr schneller. Interessant. Aber jetzt habe ich ihn zumindest mal geholt. Wow. Der ist schneller. Der ist schneller als ich. Zumindest kann ich auf die Eau Rouge fair durchfahren. Wenigstens schaffe ich zumindest das noch. Ich kenne den Wagen gern besser. Bessere Bremse als dieser Wagen hier. Sorry. Ja, für das nächste Rennen nehme ich unbedingt den Audi, weil auf Ascari gewinne ich mit so einer Gurke im Handling. Kann es bestimmt nicht. Vor allem, wenn ich noch so einen Fehler reinbaue. Toll. Das ist wieder ganz schwierig. Extrem strecken. Wünsche mir Glück. Brauche ich jetzt. Nee, nicht so, nicht so. Wenigstens. Meine letzten Kurven waren jetzt überhaupt nicht zu gebrauchen. Diese noch weniger. Wow. Richtig schlecht. Jetzt muss ich hier außen durchfahren, weil auf dem Kunstrasen darf ich nicht fahren. Ah, nein, 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 nein. Ah. Ich hab nicht so Glück gehabt. Jetzt komme ich. Komm, das schaffe ich noch. So. Knappe Sache, oh mein Gott, meine Fresse. Das war viel, viel, viel knapper, als mir das lieb war. Das war jetzt wirklich viel knapper, als mir lieb war. Mann, Mann, Mann. Nicht nochmal, bitte nicht nochmal. Puh. Na, immerhin habe ich trotzdem noch gewonnen. Puh. Wirklich, wirklich, wirklich unnötig knapp. Das war wirklich unnötig, unnötig, unnötig knapp. Jetzt muss ich mir den Audi A3 krallen. Okay, Ascari. Mal wieder ein Rennen gegen den Uhrzeigersinn. So. Der Audi müsste weit unten sein. Ah nein. Ich hab ihn gesehen, hier.
hier sehr. So, mit diesem Auto dürfte es überhaupt kein Problem sein. Viel leichter, 1052 Kilo. Und dazu noch kommt, dass er mit 599 LP wirklich am Anschlag ist. Und das Handling sollte wirklich um einiges besser sein. Was ist neu? Eine Ford RS 200 Rally Car. Und das war's. Ich glaube, das war ein 206 Rally Car auch noch. Der ist auch noch neu. Ansonsten das bewährte alte Feld. Mehr oder weniger. Okay. Wird endlich starten. Los. Also auf der längsten Teststrecke Spaniens. Auf der längsten privaten Teststrecke. Oder privaten Rennstrecke. Das ist zumindest eine private Rennstrecke. Das auf jeden Fall. Wow, viel, viel besser auf der Bremse. Das kann ich jetzt schon sagen. Ein ganz anderes Fahrgefühl und das Handling, wow. Ich habe das Auto wirklich perfekt abgestimmt, also perfekt abgestimmt. Ich habe das Auto auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Ich hoffe natürlich, dass es sich ja dann auch so fährt. Aber ich bin ja diesen Wagen schon ein paar Mal gefahren, habe ein paar gute Ergebnisse erzielt. Vor allem dieser Wagen ist... Am Anfang ist dieser Wagen wirklich sehr, sehr komisch abgestimmt, muss man sagen. Sehr komisch, weil... Kaum fährt man mal eine Kurve, schon bricht er aus. Wenn man ihn ein bisschen einstellt, kann man damit sehr viel Zeit gewinnen. Und für seine Leistungspunkte ist er wirklich in der GT3-Klasse zumindest von dem Mercedes und dem Nissan, den ich gefahren bin bislang, ist er R8. Wenn man ihn richtig einstellt, bei weitem der beste LP-mäßig. Jetzt bin ich einfach vorsichtig, weil ich die Strecke schon lange nicht mehr gefahren bin und nicht mehr groß kenne. Ich weiß nicht mehr, wann ich die das letzte Mal gefahren bin, aber es ist wirklich schon lange her. Wow, 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 wow. Yeah. Gerade noch so gehalten. Und hineinstechen, doch hat es nicht mehr gereicht dafür. So, vorbei an den DTM Autos und am Rallye-Wagen. Jetzt kommt ein weiterer Rallye-Wagen hier vorne. Und dann noch ein weiteres DTM-Fahrzeug. So, jetzt nur noch das DTM-Fahrzeug. Nein, noch zwei Wagen. Ich hab's falsch gesehen, sorry. Da geht's Vollgas durch, genau. Zwei Sekunden ist noch der Rückstand.
Jetzt hänge ich natürlich hinter dem fest momentan. Zu überholen hier. Schwierig. Warum, der liegt eben auch relativ gut, wie man sieht. Aber damit hat er nicht gerechnet. Von außen überholt. Wie diese Kurve geht, voll. Die geht voll, wenn man nicht auf den Rasen fährt. Okay, jetzt fahre ich auf der Bremse. Extrem. Unstabil, aber gelenkt dazu. Darf man mit diesem Wagen nicht. Und nicht zu stark. Fährt sich so viel besser nach dem Einstellen. Das ist so unglaublicher Unterschied. Nein, noch nicht. Also man muss natürlich sagen, der Calibra hier, der Vauxhall, ist ein aufgetuntes DTM-Auto. Das ist nicht die Originalleistung. Der Calibra wäre ein bisschen schwächer, also der Opel. Aber das durch die Kurve. Damit hänge ich den Calibra schon mal ziemlich ab. Perfekt umgekommen hier. Hier ganz gut. Hier bremsen. Jetzt habe ich Zeit verloren hier. Egal. Geht ja nicht darum, so schnell wie möglich hier durchzufahren, sondern möglichst sicher hier durchzufahren. Um zu gewinnen. Darum geht es natürlich auch noch. Vollgas durch die Kurve hier. Diesmal bitte etwas stabiler auf der Bremse sein. Gut, ja. So fährt man fair durch die Schikane. Bisschen zu weit. Genau hier. Nicht perfekt. Jetzt habe ich endlich mal eine freie Runde, damit auch freie Linienwahl. Woran ich mich aber bis jetzt immer noch nicht so richtig halte. Aber ich glaube auf jeden Fall schnell zu sein als in der Runde vorher. Langsam gewöhne ich mich dran noch an die Strecke. Ein bisschen Zeit hier verloren. Nicht weiter tragisch. Sekunden der Vorsprung, das hätte ich mit dem Skyline Silvester mit dem GTR nie hinbekommen. Nie, nie, nie. Da wäre ich nur hilflos gewesen, vor allem gegen einen so einen Calibra. So, und die Rundenzeit auch nochmal um 2,5 Sekunden besser als in der Runde vorher. Ich würde sagen, das ist doch ein erfolgreiches Rennen gewesen. Auf jeden Fall. Er hört sich so viel besser. Einfach so, so viel besser. Kann man nicht vergleichen.
überhaupt kein Vergleich, wirklich. Vielleicht ist er auf der Geraden ein bisschen langsamer, aber in der Beschleunigung ist er ganz klar besser. Bremse ist er ganz klar besser. Und im Handling erste Sahne. So, damit wäre die Weltstreckentour auch fertig. Was werde ich jetzt als nächstes tun?